sagen, dass ich der beste Gardist der Welt bin. Dann werden die mich promovieren. Klar ist das. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Habt ihr schon genug Elixier? Nein. Okay. Die Musik klingt übrigens gerade ähnlich wie bei Witcher 1, wenn man durch die Nacht läuft. So durch. Ja gut. Nachts bei Witcher 1 war immer Monstergebiet. Fand ich übrigens eigentlich sogar recht gut, dass man wirklich gesagt hat, nachts Gegner, tagsüber Questen. War recht simpel. Finde ich fast besser als dieses Gebietsweise. Ich war übrigens gerade wieder verwirrt, deswegen bin ich stehen geblieben, weil diese eine Pflanze da sich durch den Sand irgendwie durchgebackt hat. Und oder auf jeden Fall durch existiert. Und ich dachte, das wäre was zum Aufheben. Oh, ich habe so einen Hunger gerade. Ich will gerade wieder Chips zu futtern, aber dann wird wieder die gesamte Gemeinde der gesamten Vereinten Nationen der Welt böse sein. Weil irgendwie hat die Menschheit es immer gehasst, wenn ich anfange Chips zu futtern. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Hey, gut, dass du da bist. Torus will dich sprechen. Was will er denn? Das wird er dir schon selber sagen. Er will mir die Oberelite-Motherfucker-Rüstung geben. Die Band soll mal endlich weggehen. Man darf auch nicht alles glauben, was man. So. Schnell weg. Ich mach mal kurz die Musik vollständig aus. Einfach weil. Muss sein. Das sind Umgebungsgeräusche oder wie jetzt? Das kann man mir jetzt aber nicht erzählen. Ach so, Moment. Ah, jetzt. So, jetzt sind die aber weg. Ernsthaft? Das ist für mich so ärgerlich. Naja, okay. Machen wir wieder die Audio an. Machen wir die Sprache ein bisschen lauter. Übrigens vorsichtig, falls es vorher in Ordnung war und jetzt extrem laut sein könnte. Torus, sprich mit mir. Für Gomez. Du wolltest mit mir Du reden. wolltest mir etwas mitteilen. Oh Mann. Ja. Durch das, was du in der Mine getan Tja. hast du nicht nur deine Tut mir Tapferkeit, leid an sondern YouTube. auch deine Stärke und deine Fähigkeit im Kampf unter Beweis gestellt. Ich bin bereit, dich in die Reihen der Gardisten aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Wie sieht's aus? Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Nein, ich Ich will will Gardist Gardist werden. werden. Das freut mich. Doch zunächst, es gibt da ein paar Dinge, die ich jedem Neuen sage. Pass gut auf, denn ich sage sie nur einmal. Ich würde es gerne verstehen, aber da ist so eine Bisher laute Musik im hast du Hintergrund. versucht, auf eigene Faust zu überleben. Damit ist nun Schluss. Meine Jungs halten zusammen. Wir Gardisten beschützen die Erzbarone. Das Erz, das Lager und die Mine. Die Butler schürfen das Erz. Aber wir sorgen dafür, dass sie nicht von den Crawlern gefressen werden. Die Barone verhandeln mit dem König. Aber wir decken ihren Arsch dabei. Wir stehen Tag und Nacht in der Mine. Wir stehen Tag und Nacht an den Toren des Lagers und passen auf,
dass alle ruhig schlafen können. Als wir hier angefangen haben, da waren wir freiwillig. Aber wir haben uns behauptet. Wir alle haben hart dafür gearbeitet, uns dieses Leben aufzubauen. Ich erwarte nur eins von meinen Jungs, dass sie zusammenhalten. Denn nur wenn wir zusammenstehen, dann werden wir das alles behalten können. Dann überleben wir. Alles andere wirst du schon mit der Zeit rauskriegen. Halte dich bereit und hilf da, wo gerade Not am Mann ist oder irgendwas zu erledigen ist. Du kannst dir bei Stone deine Rüstung und dein Schwert holen. Du findest Stone im inneren Ring, in der Schmiede. Geil. Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbesserst. Ah, nochmal. Okay, praktisch. Ach, noch eine Sache. Willkommen bei der Garde. Ich hab gehört, du bist jetzt einer von uns. Könnt ihr aufhören, mich zu unterbrechen bei meinem Auftrag, meine Rüstung zu holen? Kann schon sein. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Das Leben als Gardist wird dir gefallen. Das ist gelogen. Ich will nicht sagen, aber... Achso, Effekte und Sprache und die Gruppe zählt als Effekt. Das ist schon lustig. Denn damit verärgern die mich. Du. Hey! Dafür, dass du noch nicht so lange hier bist, hast du es ziemlich weit gebracht. Ja. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Achso, nein, das wollen wir nicht. Ich muss wahrscheinlich... Ja, hier, mit dir muss ich reden. Für Gomez. Ich brauche eine Rüstung. Torus hat dich in die Truppe aufgenommen. Glückwunsch. Wieder einer mehr, der seinen Hals für Gomez in die Schlinge legt. Na, mir soll's recht sein. Hier, nimm die Rüstung und dieses Schwert. Willkommen bei der Garde. Gut, da bin ich jetzt gespannt, was ich für ein Schwert gekriegt habe. Also die Rüstung wird auf jeden Fall besser sein. Schatten, leichte Gardenrüstung. Oh, habe ich schon sofort ausgerüstet. Ist irgendwie aber nur minimal besser als meine alte Schattenrüstung. Also buchstäblich minimal. Und mein Gardeschwert ist schwächer als mein Steinbrecher. Ihr seid keine Hilfe, Jungs. Ihr seid echt keine Hilfe. Naja, ich krieg ein bisschen weniger Schaden, so viel muss man in einem lassen. Ja, kann schon sein. So. Dann speichern und ich rede mal mit hier. Mit Raven. Nein, nicht die Wasserpfeife. Hallo! Ich will einen Zwischenbericht. Gut. Sie wollen die Eier einer Minecrawler-Königin, um daraus ein Elixier herzustellen, durch das sie Kontakt zum Schläfer aufnehmen können. Ich habe die Eier bei mir. Interessant. Bin gespannt, ob die Sache funktioniert. Bring die Eier in den Tempel. Okay. Dann bringe ich die Eier in den Tempel? Vor allem, so ja, interessant. Bin gespannt, ob das funktioniert. Und was, wenn es funktioniert? Und was, wenn der Schläfer ein riesengroßer Arsch ist? Hat irgendjemand an die Konsequenzen gedacht? Bin ich der Einzige, der daran denkt? Oder bin ich der Einzige, der einfach nur weiß, dass der Schläfer ein Arsch ist? Wahrscheinlich das Letztere. Irgendwie dafür, dass ich das... Dass ich Gothic 1 zum ersten Mal spiele, weiß ich zu viel. So. Hinlegen. Bis zum nächsten Morgen. Und ich bin ausgeruht. Doch, ich bin jetzt Gardist. Ja, aber das war ich schon gestern. Verdammt.
Aber ich bin erst gerade aufgewacht. Aha, das bin ich gestern nicht. Hab gerade kurz Angst gehabt, dass ich vielleicht doch auf die Schnauze fliege. So. Ich hätte gern Teleportsteine. Das ist etwas, was ich zum Beispiel bei Dark Souls recht gut finde. Beim zweiten Teil etwas schlecht. Und beim ersten eigentlich recht gut. Denn beim ersten Teil kriegt man ja die Teleportation mehr oder weniger recht früh. Und vorher hatte man halt einfach nur einen geraden Weg. Und bei Dark Souls 2 finde ich das ein bisschen heftig, dass die halt wirklich gesagt haben, okay, du kannst dich von Anfang an alle Lagerfeuer teleportieren. Okay, aber es macht wiederum Sinn, weil die ja gemacht haben, dass man nur in Majula leveln kann. Ja, ich habe beide Dark Souls Teile gespielt. Ich möchte eigentlich Bloodborne spielen. So wirklich gerne. Ich habe halt keine PlayStation 4 und irgendwie sind mir 300 Euro dafür zu schade. Das Lustige ist, momentan könnte ich die einfach auslegen und es würde mich... Ja, es würde mich schon jucken. Wie gesagt, durch den Nebenjob momentan bei mir ist es wirklich so, dass ich ziemlich viel Geld reinkriege und fast keine Ausgaben habe. Ohne Scheiße. Also ich meine, ich bin ja Single geworden. Mitte des Jahres. Und seitdem habe ich fast keine Ausgaben. Das ist Wahnsinn. Man unterschätzt das halt irgendwie schon. Wie hoch die Ausgaben als Pärchen sind. Wenn man halt einfach nur so ein Zockerpärchen ist, das halt irgendwie rumsitzt und sich eine Fertigpizza in den Ofen schiebt oder so etwas. Ja, halt, allein das schon so Freude des Lebens sieht. Ich höre nicht mehr. Dann ist halt schon so, okay, Hammer. Meiner Meinung. Aber wenn man so meine Ex hat, das Vor allem, ich habe keine Ahnung. Ah ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder, woher sie Geld hatte. Von den Eltern alles zugeschoben. Ich musste sie auslachen, als sie gesagt hat, so, ja, wieso kannst du nicht so unabhängig sein wie ich? Habe ich sie ausgelacht. 400 Euro im Monat von den Eltern kriegen und bei mir fragen, ja, aber wieso kannst du nicht so unabhängig sein? In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. So, du? Nein. Wo ist denn der Typ? War nicht besonders schlau. Jetzt muss ich kurz gucken. Irgendwo, ja genau, da drüben irgendwie, glaube ich. Hier? Nein. So, da sind wir, genau. Und die... Oh, Mist. Ich glaube, ich bin jetzt falsch gelaufen. Ich glaube, ich musste sie zum Tempel bringen und nicht... Oder? Doch. Zu dir. Was willst du? So. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Gut. Ich habe Eier einer Crawlerkönigin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Was kann ich denn aussuchen? Mana-Trank, Erz, Heilmittel, eine Waffe, eine Rune. Dann nehme ich eine Waffe. Eine Waffe? Möge diese Waffe deine Feinde niederstrecken. Und jetzt habe ich Dreck gekriegt.
Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Oh, das alte Heißt, dass es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Oh. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen. Aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht. Aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Ja. Wo finde ich Talas? Wo finde ich Talas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Okay, und... Wer hat den Almanach gestohlen? Talas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Oh, dann weiß ich sogar, wo es ist. Über diese eine Brücke drüber. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Ich muss mir die Waffe erstmal angucken. Dann kann ich sagen, ob ich angemessen entlohnt wurde. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Oh, ich habe den Steinbrecher gekriegt. Was gut ist. Aber ich habe ihn schon. Ja gut, dann wird das wahrscheinlich die mächtigste Waffe in Kapitel 2 sein. Kann mich auch irren. Vielleicht kommt noch eine bessere, aber für den Moment ist es die beste, die ich finden konnte. Gut, hier geht's runter zum Tempelplatz. Ich denke mal, dann mache ich noch ein paar Gespräche und mache Schluss für heute. Morgen. Morgen bin ich eigentlich den ganzen Tag bei der Arbeit. Abends würde ich dann lieber mit meinem Onkel das Spiel weitermachen. Nee, morgen streame ich nochmal. Ja. Morgen bin ich nochmal wieder da. Hey, ich versuche mit dir zu reden. Na also. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Ja, genau. Ich wedel mit meinem Schwanz um die Goblins herum und die werden einfach von selbst krepieren, oder? Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, los. Mach mal. Ich bin bereit. Wir können losgehen. In Ordnung. Folge mir. Du bist verlassen. Ja, dann zeigen wir mal dem Pisser, wie das geht, Goblins zu schlachten. Oh Mann. Vor allem, der hat doch sogar so einen richtig schönen, guten Knüppel, mit dem er eigentlich auf die Goblins einschlagen sollte. Ich mach mir gleich noch was zu essen. Keine Ahnung, wieso ich jetzt so einen Hunger habe. Ich habe eigentlich heute gut was zu essen gehabt. Ich hoffe, wir haben noch was im Kühlschrank. Hab nämlich lange nicht mehr eingekauft. Stimmt, das hingegen könnte ich morgen auch machen. Mal wieder einkaufen. So, vor der Arbeit. Wann habe ich nochmal? Ab 12, glaube ich, bin ich eingetragen. Ja, ich rufe morgen nochmal an und frage nach.
Einfach mal, um sicher zu sein, dass ich nicht irgendwie zu einer blöden Uhrzeit auftauche. Sonst tauche ich auf und die Mitarbeiterin ist noch da und ich bin noch da. Aber ich glaube, die ist wirklich von 9 bis 3 oder sowas. Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, ich rufe morgen an und frage nach. Oh, ich mache aber nicht so einen Scheiß, dass ich wieder hier morgens früh aufwache und dann irgendwie meinen Nachmittag habe und dann abends wieder hingehe. Sowas hasse ich. Ich meine, jedes Mal, wenn ich hinfahren muss, verliere ich Zeit. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Na dann, sei halt der Pisser. Gut, ich denke mal, ich bin mittlerweile stark genug, um gegen die Spastis anzutreten. Gut, dass die um mich herumtanzen und mich nicht wirklich angreifen. Einer nur noch, oder? Der anscheinend runtergefallen ist. Ah, nee. Da ist ja noch einer. Ich höre noch einen. Ich glaube, der ist runtergefallen und hängt da jetzt irgendwie. Soll einfach hochkommen. Gut. Die schwarzen Goblins haben nichts? Nee. Oh, dann kann ich auch die andere Masse von schwarzen Goblins jetzt erledigen. Oh, da ist er. Na? Ach, da ist er jetzt. Ah, easy. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommst denn du her? So, und da ist jetzt eine Höhle, bei der wir gucken müssen, wie wir da vorgehen. Weil da drin wird wahrscheinlich der Almanach sein. Aber ich habe die Vermutung, dass da noch ein paar mehr Goblins sind. Ja, ich höre schon ein paar. Ah. Oh, Moment. Kommen die hinter mir angerannt? Ja, da ist er. Ja, sag mir Bescheid, wenn ihr da seid, ihr Wichser. Nichts. Nagelkeule. Achso, warte ganz kurz. Der Spasti, der mit mir mitgelaufen ist, ich glaube, der hat auch nur eine Nagelkeule. Das heißt, er hat dieselbe Bewaffnung wie die Goblins. Guck mal, wie viele da noch rumgammeln von den Biestern. Oh, den habe ich gewonnen. Praktischer Crit. Oh, da draußen steht noch einer, habe ich gerade gesehen. Da, guckt euch den an. So. Und da ist gleich noch einer. Alter, wie viele? Holy fuck. Das waren gute 2000 Erfahrungspunkte, die ich gerade gekriegt habe. Ach ja, es ist noch nicht allzu lange her. Da habe ich gerade erst noch normale Goblins gerade so one-on-one gepackt.
Und jetzt fängt es wieder an, so wie bei Risen zu werden, dass ich irgendwann mal anfange, nebenher so Geschichten zu erzählen. Und da kommen so übel starke Gegner und ich gucke einfach nur hierher und prügele in der Zwischenzeit auf die ein. Ach, waren das schöne Zeiten. Ich musste mich auf nichts konzentrieren, weil ich wusste, dass es einfach klappt. So, jedes Mal, wenn ich so ausgewichen bin, konnte ich die rechte Hand heben. Jedes Mal, wenn ich angegriffen habe, konnte ich die linke Hand heben. Naja, bei Goffi kann man die linke Hand nie heben. Das ist einfach nicht realistisch. Spruchrolle, Streitkolben. Oh, ein Streitkolben. Ist es besser oder schlechter? Es ist definitiv schlechter. Der ist hier... Unten irgendwo. Warte. Achso, warte ganz kurz. Ich habe mittlerweile zwei Langbögen. Wie auch immer ich das hingekriegt habe. So. Gut. So. So einfach. Was ist jetzt damit? Ah, das ist auch einfach offen. So, hier ist der Almanach. Sehr schön. Haben schon ein paar Goblins den Almanach bewacht. So ist nicht. Also, ich meine, ein Dutzend. Nein, stellt euch vor, ihr müsstet so im realen Leben gegen ein Dutzend Leute mit Knüppeln kämpfen. Sogar wenn es Fünfjährige sind, es tut weh. Aber wenn sie so einzeln auf euch zulaufen, dann macht ihr so bei jedem so BAP auf den Kopf und die fallen um. Mit der Streitaxt in den Kopf rein. In fünfjährige Köpfe. So, dass die sauber gespalten werden. Gut, dann gebe ich den jetzt den Almanach ab. Sprich noch mit den Leuten. Und dann gucken wir mal. Vielleicht bin ich da schon in Kapitel 3. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Oh ja, stimmt. Jetzt muss ich wieder zurück. Man beachte übrigens, wie sauber man merkt. Achso, ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber auf jeden Fall, ich merke, jedes Mal, wenn ich von 30 auf 60 Frames... springe und wieder zurück. Also zum Beispiel jetzt 30? Ne, tatsächlich sind es momentan 60. Ja, jetzt sind es richtig schöne 60. So. Und dann gibt es so Momente, wo man den hier macht. Ne, momentan läuft es gut. Es gibt so einfach Momente, wo es dann halt einfach so, man merkt so einfach so stockt. Und dann ist die Bewegung halt nicht mehr ganz so flüssig. Und dann merkt man halt einfach, dass es 30 FPS sind. Sobald es wieder ist, sage ich Bescheid. Aber ich glaube, im Stream ist es nicht merkbar, weil es permanent 30 FPS sind. Boah. Morgen geht's dann weiter. Na gucken. Vielleicht habe ich morgen dann wieder neue Geschichten, die ich von Kunden erzählen kann. Ich muss aber immer noch lachen. So, nein, heute geht die Post nicht weg. Postkutschen kommen nur einmal die Woche. Am besten du bringst den Almanach gleich zu Kurkalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja. Ich sehe schon. Ich bin im gesamten Spiel so die Person, die alles macht. Und für alles bezahlt wird. Naja, so wie im realen Leben.
Obwohl, ich werde im realen Leben nicht für alles bezahlt. Aber ich muss alles andere für andere Leute machen. Aber behalt's. Ich höre mit der Leber raus. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. So, da hinten ist er. Also ich weiß nicht, ich finde dieses Gebiet immer noch sehr verwinkelt. Es ist so random platziert. So, hier ist es. Ja, wie bauen wir das? Okay, bauen wir da einfach eine Brücke hin. Aber die Brücke wird, wir bauen da eine Brücke hin. Und dann haben die so eine komplett schiefe, verdrehte Brücke gebaut. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Ich überlege gerade. Ob ich nicht an dieser Stelle für so den Effekt speichern sollte und einfach aufhören sollte. So, das ist der Cliffhanger. Lass mal abwarten. Aber nicht so heiß gegessen wird. Meine Kapitel enden sinnvoll. Ja, ich dachte, da kommt vielleicht noch etwas und der Almanach. Also ich wusste schon, wo ich den Almanach herkriege, nachdem man mir gesagt hat, ja, von schwarzen Goblins. Und ich wusste, dass ich ihn kriegen kann, weil es gibt nicht mehr allzu viele Gegner, die ich erledigen kann. Und es gibt eigentlich nur diese eine Quest in Kapitel 2. Naja, und auf jeden Fall dementsprechend dachte ich mir, na gut, dann mache ich das halt kurz. Gucken wir mal, vielleicht ist es bereits Nacht genug. Ansonsten gehe ich noch ein paar Sumpfhaie erledigen. Ich glaube, gegen die sollte ich mittlerweile ankommen. Oh, ich weiß noch in Risen 1, als ich gegen die gekämpft habe. Es war wirklich so. Und viermal wegspringen. Und viermal wegspringen. Der ist viel zu weit hoch gelaufen und ist jetzt wieder unten. Los, macht was. Erzählt mir was. Oder ist noch nicht Nacht genug? Was willst du? Ah ja. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Mana-Trank, Erz, eine Spruchhülle. Ja, dann gib mir das Erz. Gib mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. 300. Ja. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Dann gehe ich jetzt noch ein paar Sumpfeier erledigen und dann sollte es Nacht genug sein. So. Ich bin übrigens immer noch im Überlegen, wie für mein Endspiel die exakte Steuerung aussehen soll. Ich habe zwar schon ein paar Ideen, wie das umzusetzen ist, aber so der Feinschliff fehlt da noch. Ich möchte wirklich so viel Liebe und Detail in das Spiel reinstecken. Das ist wirklich, das ist da nicht halt so, ja, das passt doch schon. Nein, es soll nicht. Oh, shit. Okay. Gut, dass ich mittlerweile das besser vertrage. Das wollte ich. Ja, genau, es soll nicht so heißen. Ja, das passt schon so, sondern so wirklich so.
mit Liebe gemacht. Gegen die. So wie Kinder. Die werden auch mit Liebe gemacht. So, dann gucken wir mal, wie stark ich doch bin gegen die mittlerweile. Come at me, bitch. Ernsthaft? Oh, er verliert doch Leben. Doch, ich sehe es. Okay, er hat mich erwischt. Und seine Animation ist buggy. Okay. Oh, doch, das ist mein Safe Point. Okay, Sumpfeier sind also immer noch abartig OP. Pure Virtual Function Call. Okay, dann starten wir das Spiel einfach neu. Ich bin verwirrt, wieso es immer wieder abschmiert. Vorsicht, Lautstärke. Eigentlich ist es mehr so ein Zeichen, so, ja, können wir vorher das Schluss machen. Aber nein, wir haben noch lange nicht genug. Was bist du für einer? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Doch, ich habe eine ganz kleine Chance gegen die. Wenn 70 Treffer hintereinander kritisch sind und er und der Sumpfhai tatsächlich keinen einzigen Schlag gegen mich schafft, weil er permagestunt ist. Also gestaggert. Dann habe ich tatsächlich diese eine kleine Chance. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Erstmal ab. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Und ansonsten habe ich keine, das stimmt. Es hieß auch, dass hier irgendwo eine Hütte ist, wo man wie schlafen könnte. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie. So, bis Mitternacht schlafen. Okay, hat anscheinend niemanden gestört. Ich bin nicht tot. Oh, ich habe auch nichts verloren. Was machst du da? Peter hat niemanden gestört. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Was ist passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit?
Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Ich speichere an dieser Stelle. Und ich habe erstmal keinen Kommentar dazu, weil das war einfach zu viel Bullshit auf einen Schlag. Ich halte so viel Bullshit nicht aus. Dementsprechend verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Und wünsche bis morgen eine schöne Zeit.